Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Runes of Magic. Von Gameforge ist das Spiel schon seit ungefähr 10 Jahren, noch mehr, noch länger, verfügbar. Es ist kostenlos, also ein kostenloses MMORPG mit einer tollen Charakterentwicklung, recht vielen Story-Elementen und ja, so richtig, wie soll ich sagen, ein Rollenspiel. Und ich bin auf Zikiel und auf dem Channel 2, falls jemand Lust hat, auch mitzuspielen oder einfach mal dabei zu sein. Ich habe hier jetzt mal einen Hexenmeister gemacht. Mich interessiert diese Klasse am meisten, weil ich die auch am letzten gesehen habe, weil ich nur Elf und Mensch ausgewählt haben und die haben je nach Rasse andere Klassen zur Verfügung. Und ja, schauen wir rein. Ich hoffe jetzt in einer Zwischensequenz ist nicht allzu laut. Aber es sollte eher weniger laut sein. Weil es einfach nicht geht. Sonst bekomme ich einen Hörschaden über und ihr habt trotzdem nicht so laut, weiß es auch nicht. Was ihr die Musik hört und alles mögliche, dann ist es gut. Ich habe nämlich schon geschaut. Aber ich habe die Musik nicht so gut gehört. Weil das echt nicht gerade so gut zum Einstellen ist. Makro, Grafik, Audio. Muss ich noch ein bisschen lauter machen. Na, jetzt ist es wieder leiser aus dem Hauptmenü. Okay, ja, ist ein bisschen zu laut jetzt. Das bei euch einfach völlig anders umgestalten wird auf YouTube. So. Kann mir wer zwei Beweise verkaufen, bitte? Beweise, okay. Psychische Pfeile. Interessanter Name für einen Zauber. Schwächender Bebefluch. Okay, mit 1 greift man an, aber glaube ich auch mit Rechtsklick oder so. Ich weiß noch, damals habe ich gespielt, also ich bin seit der Closed Beta aktiv hier. Und habe damals, dringend versucht, viel zu spielen und so. Und hatte am Anfang, mega Mühe, überhaupt ins Spiel reinzukommen, weil ich keine Beta-Einladung bekam. Aber so in der Hälfte von der Closed Beta war ich dann auch drin und konnte endlich spielen. Und mir gefiel das Spiel damals sehr. Also es ist ziemlich gut scheinbar. Ach, die arme Musik nervt. So, das ist ein bisschen Dudelmusik. Doppelkick, okay. Seid gegrüßt, lange schlummernder Zwerg der Schattenschmiede. Willkommen zurück. Fürchtet euch nicht, wir sind hier, um euch zu helfen, damit ihr wieder mit dieser Welt vertraut werdet. Gibt es jemanden, der euch bei einigen Aktivitäten begleitet? Dank dieser werden wir euch schnell an diese Welt gewöhnen. Ah, das Rote kann man fast nicht lesen. Quest annehmen. Gelegentlich braucht einige der Spielcharakter NPCs. Kann ich das jetzt mal überfliegen, weil ich kann es kaum lesen. Es ist viel zu hell. Ich muss da irgendwie noch die... wo kann man das machen? Die Helligkeit ein bisschen runterstellen. Ist halt sehr comichaft und deshalb ist die Helligkeit einfach ein bisschen zu hoch. Na gut. Nochmal anreden. So, eine Statue wart, okay. Muskeln steif sein. Wie hast du links auf einen Ort? Ah, okay. So. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Und suchen den nächsten Questgeber. Ja, es ist sehr anders als zum Beispiel Champions of Regnum. Die Steuerung ist... Hey, komm mal zu mir. Ich klopp dir eins. Ha, die Ratte hält einen Schlag aus. Ha! Hier hast du physische Pfeile. Wow!
Das ist die Superratte. Die hält alles aus. Okay, da wird sogar die Erfahrung angezeigt und so weiter. Aber das hier oben nervt ein bisschen. Und ich habe ein großes B gemacht. Wieso werden die Namen nicht immer richtig, wenn man sie schreibt, dann auch angezeigt? Na gut. So, ja. Die Höhlen von Juventi sind wirklich außergewöhnlich. Oh, wunderbares Licht. Ja, wir sind eher so ein bisschen böse wahrscheinlich. Aha. Kanal Westen, Fenster feststellen. Durchgängige Benachrichtigung. Nee, gar nicht. Ja, der Kanal werde ich wahrscheinlich ein paar Sachen ausstellen, wenn sie zu viel sind. Aktionleiste. Lebensbalken. Lebensbalken anzeigen. NPCs. Ah, wahrscheinlich die netten. Eigene Lebensbalken. Das möchte ich anzeigen. Aber der Charakter. Eigene Namen anzeigen. Hä, ist er noch da? Das an. Schaden zeigen. Aber wie kann ich jetzt meinen Namen da oben wegmachen? Okay. Muss das halt sein hier oben. Kann ich mich sogar selber anklicken. Lol. Sind gar keine anderen Spieler hier im Startgebiet. Okay. Also es ist ein neuer Server und da hätte ich gedacht, sei am Startgebiet schon etwas, aber ja gut. Selbstverteidigung. Also jetzt müssen wir wahrscheinlich Ratten angreifen, jetzt habe ich das gar nicht gelesen. Machen wir das Inventar auf. Magischen Ring. Newbie Begleiter. Ei. Okay, das ist die Fee. Gut. Dann greifen wir die Ratten an. Aber wo haben wir das Quest? Quests. Was mit I? L. Okay, irgendwo müssen wir jetzt hingehen. Panzer 1, okay. Da vorne, ja. Okay. So, Talentpunkte bekommt man noch. Zweihandstab ist auf Stufe 2 aufgestiegen. Ah. So, ein bisschen. Hm. Natürlich den Stab. So. Ja, ihr dürft gerne stoppen und es lesen, aber ja. Ist natürlich schon ein bisschen sehr viel Gerede. Und deshalb mache ich lieber weniger. Aber immer kurz schauen wegen der Quest, was wir machen müssen. Drücke B-Taste oder klicke auf die Rucksackgrafik um Richtung. Eine Waffe oder Rüstung. Okay. Also es ist jetzt I. I ist nichts. Hot Case. Shop. Interface ausblenden ist wichtig für Screenshots. Control und Set.
Aber wo ist jetzt das mit dem Ding gewesen? Ah, was, welches haben wir aufgehabt? Questbuch. L, okay. Das sah aus wie ein I. Einfach das kleine L. Mhm. So, und hier haben wir noch einen anderen. Ja, die Blätter zum Sammeln. Oh, das erste Grinding, cool. Freue ich mich drauf. Doppelklick. Ich bin ein Farmer. Noch mehr, noch mehr. Ich brauche 5 Stück. Hey. Krass, war die beste Quest bisher. So. 5 Höhenratten. Jetzt kommt noch eine bessere Quest. 5 Höhenratten. Ja, die Quests sind halt so richtig Asia-MMORPG, das ist klar. Das ist ja auch ein Asia-MMORPG. Aber laut. Das ist zu laut. Jetzt ist es plötzlich zu laut mir. Hä, wieso habe ich jetzt wieder schlechte Auflösung? Klar, sieht es nicht so gut aus. Aber bitte Spiel. Das nächste Mal nicht resetten. Es ist doch die gute Auflösung, oder was? So kann ich das jetzt nicht ändern. Hä, wieso ist der Fenstermodus? Genau das, was damals ich einfach auch hatte. Dass der Fenstermodus nur auf diese Auflösung zur Verfügung ist. Ich habe noch ein paar Probleme, vielleicht könnt ihr gerne mir ein bisschen helfen, aber die Auflösung ist schon groß. Ja. Wenn auch eben alle Symbole zu groß sind, sind sie noch viel kleiner. Ja. Erinnert mich sehr an World of Warcraft von der Steuerung her und so. Von der Aufladedauer, die auch zu sehen ist und so weiter. Die Audio darunter stellen. So, jetzt ist es wieder angenehmer für mich. Ah, wie man so hat bei solchen MMORPGs und so weiter, man hat halt am Anfang echt ein bisschen Schwierigkeiten, alles einzustellen und so weiter. Es ist komisch, dass ich jetzt die. Also in der zweiten Aufnahme habe ich dann eine bessere Auflösung. Aber es geht momentan scheinbar nicht. Na gut. Aber die Grafik ist trotzdem schön für 800 mal 600. Vor allem die Texturen. Naja. Wenn man sehr pessimistisch ist, nicht gute Grafik gewöhnt ist, dann hat man wahrscheinlich kein Problem. Ich suche mal. Ja, tut recht schnell auf. Daten wieder. Hui. Und hui. Oh. Geht nicht mal richtig. Hallo. Ich möchte gerne hier hoch. Ich habe mich festgepackt. Rest in peace. Bitte lass mich raus. Mein Spiel. Bitte. Du darfst doch das nicht machen. Rückruf. Okay. Also es ist dort schon. Egal. Jetzt haben wir 2. Es bricht ab. Ernsthaft? Okay. Es bricht einfach ab, wenn man hier so rumpackt. Kann man eigentlich wieder kurz zurück. Charakterauswahl. Ja, auch wieder 10 Sekunden warten. Das ist natürlich klar, damit andere Spieler uns noch töten können. So. Oder Monster uns noch töten können. What? Ah, jetzt geht's. Okay. Ich dachte, es wäre auch abgebrochen. Verbindung zum Spülserver.
Lauter Charakterdaten. Bisschen schneller vielleicht, gell? Ich weiß, ich weiß. Ich meckere ein bisschen viel, aber das ist klar. Das hat jetzt nicht gerade so die beste Qualität. Aber ich brauche gar nicht so gute Qualität, wie zum Beispiel World of Warcraft. Das werde ich sicher auch bald mal zocken, irgendwann mal. Aber zuerst muss ich ja mal Geld haben. Also rest in peace, ich muss einen neuen Charakter erstellen, ich hänge fest. Lol. Oh lol, so geht's raus, okay. Gut, haben wir es geschafft. Okay. Und hier drin. Ja. Abenteuergelder, das tönt doch richtig toll. Trinken. Muss ich jetzt einen Trank trinken? More Fantas. Was ist denn More Fantas? More Fantas. Und das ist ein graues. Haben wir eine Map. Und wir hier irgendwo geradeaus hat es zwei Quests. Was ist das? Zum Erze. Okay, also Erze, also ein Erz zum, ja, Erze zu bekommen. Okay, hier sind die zwei Quests. Sinn. Ach, was werden wir als Hexenmeister? Alchemie. Und dann müssen wir Pflanzen sammeln. Passt das zum Hexenmeister? Ja, können wir machen. Ja, nehmen wir Intelligenz. Ja. Silbeschatten, okay. Ja, okay, jetzt können wir Erzminen abbauen. Eine Kiste. Voraussetzungen nicht erfüllt. Müssen wir die farmen? Ja, ich denke schon. Ah, er sammelt das mit den Händen. Okay. Ich möchte auch 10 haben. Okay, Stufe 8. Schade. Aber wir sind schon Level 3. Das geht relativ schnell, denke ich. So. Ich weiß noch, in diesem Game haben wir recht viele Rollenspiele gemacht. Also ich werde auch Rollenspiel machen. Und, aber eben so richtig viel lesen, kommt bei den meisten Zuschauern nicht so gut an, wenn ich jetzt ständig irgendwas vorlesen muss oder so. Aber das sind so solche Spiele, wo halt einfach Text haben. Für die, die eben das schauen wollen, für die nehme ich, gebe ich schon gerne Zeit. Für die, kurz zum Stoppen. Video stoppen und dann lesen und dann habt ihr natürlich das auch alles im Blick. So, und hier müssen wir. Ist ja. Ah, magischer Angriff. Okay, das untere nehmen. Ich will ab die öffnen, diese Kiste. Echt doof. Müssen wir nochmal sammeln? Hä? Ich habe gar nichts bekommen. Ich habe nur einen Erzsack bekommen. Den muss ich abgeben wahrscheinlich. Okay. Aber das Spiel macht recht viel Spaß. Also es ist nicht so meins, so ja, World of Warcraft mäßig. Ich bin eher so der Final Fantasy 14 oder Elder Scrolls Online Fan, wo es ein bisschen schneller geht. Aber gut. Ich spiele sie trotzdem gerne. Also World of Warcraft Classic würde ich gerne mal spielen.
Aber es kosten 14 Euro pro Monat. Jetzt hole ich über PayPal wahrscheinlich. Flammenstahl. So, gucken wir mal. Irgendwo gerade. Ah, hier hoch. Okay. Das habe ich gar nicht erkannt, dass man hier auch hoch kann. Oder hier rüber. Was ist der Unterschied? Wo geht's hier hoch eigentlich? Ja, wir gehen mal hier ringsum. Das ist ein bisschen besser. Kurz schauen. Ja, wir haben noch genug Zeit, um jetzt hier noch etwas zu beginnen. Was ist das eigentlich? Ist das jetzt das Mana? Oder Energie oder so? Das hat 100. Ja, ich muss mich ein bisschen einnehmen. Hier hat jemand etwas, gleich die haben den Käfer getötet. Die NPCs. Hallo Drauwasler, mein Freund. Ihr seid endlich zurück. Wolf Escher, okay. Ja, mein Becher. Okay. Das ist ja eigentlich klar. Erzsack. Jetzt haben wir schon bessere Tränke. Geht zum Schneeflocken. Baum bei den Pirius-Werkstätten und erkundigt euch. Okay. Weil jetzt wahrscheinlich das Winter-Event, also Weihnachts-Event, bald fertig ist, werde ich mal schauen, dass ich ein bisschen mehr Parts hochlade. Kann man nichts machen. Okay. Also in dem nächsten Part gibt es bessere Grafik, wenn ich das hoffentlich einstellen kann, weil im Fenster, im Vollbildmodus, da müsst ihr immer sehr lange Black Screen aushalten und so, bis das endlich mal aufnimmt und so weiter. Das ist nicht so toll. Beweist eure Fähigkeiten. Die Helden müssen immer alles machen. Die NPCs können einfach nicht Erze abbauen, recht schnell genug oder so. Oh, ich habe einen Brief. Das ist ein Briefkasten? Okay. Ein Geschenk für dich. Hohoho, du bist es ja besonders artig gewesen. Daher bringen dir meine Elfen ein kleines Geschenk. Sieh mal im Anhang nach. Entnehmen. Okay. Sehr schön. Und, das weiß nicht, was ich machen muss. Welche der Reihe? Einmal kurz auf dem Map. Hier irgendwas steht. Aber wo ist der? Man sieht die Questzeiger und so nicht so gut. Ich will aber in die Lava. Ich will in die Schmelze. Ich greife alles an. Ein Hexenmeister. Ich habe extra rote Haare genommen wegen ja, Feuer und Flüchens. Also so die. Ja, ich finde rote Haare recht schön. Ich liebe Frauen mit roten Haaren. Aber auch Männer sehen recht cool aus mit diesem Wikingerrot. Ja. Game over. Wir finden keine Quest mehr. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Im Tunnel. Wo? Wir müssen Tiefenspinnen töten. Okay. Easy. Das sind aber Galliskäfer hier.
Frisches Moos, was ist das? Hä? Was ist das? Okay. Fragen über Fragen. Taublatt. Na gut, jetzt gehen wir zu den Spinchen und töten die noch kurz. Und dann machen wir im nächsten Part dann weiter. Nächsten Höhenratte, da sind die Spinnen. Gehen wir gleich mal die töten hier. Usch. Kampf. Als Zweitklasse weiß ich noch nicht, was ich nehmen soll. Dürft ihr gerne wünschen, was ihr denn haben wollt. So ein heftiger Tank noch dazu sein. Weiß ich, der Krieger oder Soldat oder was es für eine Klasse ist. Oder Champion. Champion möchte ich gerne noch sein. Nee, war ein Scherz. Aha. Also immer zurücklaufen, wenn ihr irgendwie ein Problem habt. Irgendwo festhängt. Yeah, level up. Aua. Wir kommen ja dort über. Das ist eigentlich ein Dot hier. Ja. So, gibt's hier noch Spinnen? Mich hat das immer gelangweilt, so Aufladezauber und so weiter. Ich habe nie Magier genommen bei World of Warcraft. War mir einfach zu langweilig, um das Aufladen. Ich habe immer so Fury-Ritter genommen, Fury-Krieger genommen. Und vergelte Paladin. Oder Druide. Verwandlungsdruide. War richtig nice. Aber hier werde ich es mal machen. Also Hexenmeister. Ich weiß nur, dass ich immer Kundschafter genommen habe und Druide zusammen und so weiter, aber das möchte ich jetzt diesmal nicht machen. Haben wir alle? Steht nirgends. Haben wir jetzt ein Quest-Symbol? Ja, dann gehen wir nochmal hoch. Ne, wir haben glaube ich nicht alle, aber keine Spinnen mehr. Ah, jetzt sind sie gespawnt wieder. Ah ja, in dieser Höhle hat es dann noch. Schön, dass Kampfbeginn auch steht. Für die Passiven, für die Leute, die nicht gerade so gucken. Ah, hier haben wir noch einen anderen. Und hier rastlos. Weil wir sowieso angreifen, müssen wir das jetzt nicht unbedingt auf der 1 haben. Ah, bist du gestunt, hä? Kleines Mistchen. So. Arme Spinne. Arme Spinne. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Sau lenken. Ich dachte, ich muss hier abgeben. Ja, dann muss ich wieder hoch, ja. Aber das machen wir im nächsten Part. Dankeschön fürs Schauen und ja. Morgen kommt, denke ich, der nächste Part. Tschüss.